Herzlich willkommen zu einer neuen Multiplayer-Runde von Lost Planet 3. Ich bin Rektalin, ihr schaut Weebler Games for You und wir sind gleich im Kampf. Und zwar spielen wir Quarantäne, repariere den Stromgenerator, erobere und halte den Kontrollraum, erobere den Kanister, gehe zum Landeplatz und flüchte mit dem T-Energie-Kanister. Und wir müssen die Eispiraten töten wahrscheinlich, vorausgesetzt wir sind ja weg. Ansonsten natürlich umgekehrt. Der erste Punkt ist in der Mitte, der zweite ebenfalls, der dritte ist dann wiederum im Norden und der vierte ist am Anfang. Und wir sind Nevek. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Geht sogar schon los. Wir haben den Reaktor geknackt und die Türe geöffnet. Wir sind mitten im Game. Ach du Scheiße, wir haben schon zwei Ziele erreicht. Weiteres Versagen ist inakzeptabel. The Fat Bob, ey. Können wir hier rüber? Ja, können wir. Die haben den T-Energie-Kanister. Wo sind die? Das gibt's sogar, wo sind die? Das hier ist der Landeplatz oder was? Da müssten die ja rein theoretisch hier gleich auftauchen. Warum haben wir denn eine Schrotflinte? Ganz offen. Oh, von wo? Von. Ja, auch noch besser, von hinten. Sache ist die, Runde ist eh gegessen. Was denn das für ein Scheiß, bitte? Oder? Oder ist die Runde noch nicht gegessen? Vielleicht ist sie noch nicht gegessen. Finden wir gleich raus. Die Piraten sind mit der T-Energie entkommen. Ist gegessen. Sehr bedauerlich. Immer blöd, wenn man mitten in der Runde einsteigt und gar nicht richtig weiß, was passiert gerade. Das ärgert mich ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, wir steigen gleich in die nächste Runde ein. Deswegen lassen wir die Aufnahme gerade weiterlaufen und dann haben wir wenigstens ein Spiel von Anfang an drauf. Und das ist ja auch eine gute Sache. So, Camper. Ja, ist ja klar. Willst du mich verarschen oder was? Ich bin doch erst zum Ende hin reingekommen. Warum bekomme ich dann Camper? Das ist doch gemein. Jedenfalls, wie dem auch sei. Der andere ist schon Level 94 oder was? Ich flipp nur aus, ey. Was spielen die denn? Warum haben die alle so schlechte Pings? 94, ey, ich glaub's nicht. Na, dafür geht's gleich wieder los und zwar spielen wir Festung. Toll, wieder eine Map, die ich noch nicht kenne. Zeit, sie kennenzulernen. Und 4 gegen 4, Fat Bobs noch dabei. Rick Wright, Trunks, Espe. Der war gut, der Host, eigentlich. Dafür haben wir potenziell den besseren Ping als das gegnerische Team. Frage ist, kann jetzt Vor- oder Nachteil sein? Tötet die Nevek-Angreifer, eskortiere die Schlachtkatze durch die Wände. Was? Was ist denn eine Schlachtkatze? Was ist eine Schlachtkatze? Was soll das denn sein? Bin ich mal gespannt. Also quasi jetzt mal umgedrehte Rollen. In 9 Sekunden. Was, wo ist denn die Schlachtkatze? Seht, also ich sehe sie noch nicht. Ich sehe hier bisher auch nur einen Kerl. Warum? Da ist Fat Bob, da ist der andere. Und da hinten, die müssen wir beschützen oder was denn? Punkt. Die Truppen sind in Position und wir sind bereit, die Festung der Piraten zu stürmen. Ach, das hier ist die Schlachtkatze. Schützen Sie das Abrissfahrzeug. Ah, okay, ist ein Abrissfahrzeug. Ich verstehe. Dann beschützen wir das mal. Bleiben wir mal direkt in der Nähe. Boah, von deinem eigenen Ding getötet worden. Gut zu wissen, dass es uns damagen kann. Lebt der noch? War doch einer. Umgehauen. Der hat potenziell einen schlechten Ping, so wie der da rumgeleckt hat. Haben wir? Ja, haben wir. Adios, Muchacho. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hörst du auf von hinten? Du Schwein!
Fahrzeug ist ausgeschaltet. Reparieren Sie es! Wie reparieren? Verarscht oder was? Wie sollen wir das denn reparieren? Oh Gott! Das sind ja verrückte Modi, die es hier gibt. Aber nice. Kannst du sagen, was du willst. Das ist schon nicht schlecht. Okay, die sind ganz schön weit. Wie können wir es reparieren? Halte zum Reparieren Viereck gedrückt. Das probieren wir jetzt mal. Na komm schon, wir müssen nur aushalten. Halte die uns vom Rücken weg hier. Komm, 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 komm. Und da ist es wieder. Voll einsatzbereit. Der hat uns gar nicht richtig gesehen und dann doch noch umgehauen. Puh. Aber wir haben es immerhin repariert. Das ist schon mal gut. Ihre Unfähigkeit, das Fahrzeug zu schützen, ist befremdlich. Reparieren Sie es, sonst scheitert die Mission. Schon wieder kaputt. Alter. Komm, 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 wir heilen das. Das halt nur aus, das halt nur aus, so halten wir nicht aus. Aber ein bisschen haben wir es doch repariert, oder? Frage ist, ob das zählt. Ich denke fast nicht. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie hochkommen. Gut, wir sind ja hier oben gespawnt. Das bisschen, was wir repariert haben, haben die schon wieder kaputt gebannt. Ach komm. Sollten auch was treffen, nach Möglichkeit. Reparatur, 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 Reparatur. Komm, 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 schützt mich. Oh, komm. Yeah, Mann. Den Rest auch noch und dann haben wir's. Nein, von hinten, du Schwein! Okay, okay, egal. Hauptsache, das Ding läuft wieder. Komm, komm, komm! Und, haben wir welche? Einen zumindest. Verdammte Scheiße, ey. Hart umkämpft. Oh nein, er wurde abgeschossen, der Typ, der es repariert hat oder reparieren wollte. Scheiße. Leute. Haben wir einen? Was ist das für ein Giftkram hier? Ein Turret. Scheiße, Mann, jetzt haben die ja das gut abgedeckt. Verdammt, wir müssen gucken, dass wir irgendwie über die andere Seite kommen. Oder auch nicht. Wenn wir schon. Oh! Scheiß Kram. Haben wir was? Wir haben was. Repariert das Ding, repariert das Ding, Leute. Ach, egal. Die Operation ist so lange in Gefahr, bis sie das Fahrzeug repariert haben. Denke ich mir ja, Mann. Versuchen wir mal über die andere Seite zu kommen. Es muss ja auch irgendwie eine Möglichkeit geben. Hier quasi rum. Boah, scheiß Schrotflinte. Hat uns kaputt gemacht. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Leute, das sieht nicht gut aus. Aber immerhin sind wir jetzt wieder nach links abgebogen. Das heißt, wir können eventuell rechts ab
Sichern. Scheiße, wie er da um die Ecke gestanden hat. Die haben aber auch eine echt gute Position, die Schneepiraten hier oder Eispiraten. Kannst du sagen, was du willst. Das ist echt nicht schlecht. Nein, nein, nein. Scheiße. Alles nur, weil ich drüber nachgedacht habe, die wieder zu beleben, ey. Mann. Ist einer von uns abgehauen oder was? Ja, super geil. Darauf stehe ich besonders. Leute einfach vorher abhauen. Ja, scheiße. Genick gebrochen, ey. Flipp nur aus. Müssen mal gucken, dass wir irgendwie auch mal besser werden. Im Sinne von, dass wir Level-Ups bekommen und so ein Krams. Was ist denn das da? Was ist denn das? Seht ihr das? Da ist ein Mac, Mann. Ein Mac? Ein verdammter scheiß Mac. Wollen die verarschen hier, oder was? Wie können die denn jetzt an sowas rankommen? Haben wir den? Ja, oder? Na, egal. Den haben wir auch. Nein, die haben wir nicht bekommen. Scheiße, Mann. Bewege, repariert die, Mann. Da sind doch so viele jetzt gestorben. Es kann doch nicht sein, dass die jetzt immer... Was halten die denn aus, ey? Oh, scheiße, Mann. Können wir hier hoch? Nee. Komm, kriegen wir den? Kriegen wir den? Toll, wir sind vergiftet worden durch irgendeine Gasgranate. Alter, ich flippe aus. Die letzte Stufe der Operation rückt näher. Was glaubt ihr, wie geil es ist, wenn wir da... Was war das jetzt? Haben wir jetzt, sind wir jetzt festgehangen oder was? Wenn man da einen Dings hat... Fahrzeug ist repariert, perfekt. Oh Mann, Brandmunition oder so ein Kack am Ende noch. Oh, egal, egal. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, aber dafür habe ich eine Menge Spaß. Habe ich nur einen? Einen habe ich. Da wird repariert. Wir müssen gucken, dass wir den Bock wegnehmen. Einen haben wir umgehauen. Ist er wieder repariert? Wir haben wieder ein bisschen mehr Zeit, Mann. Und die Tür ist aufgegangen. Die Tür ist auf. Wer kann weiterfahren? Sehr gut. Ich versuche. Oh shit! Komm, 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 hier kriegen wir es doch repariert, oder? Scheiße! Also gibt's hier doch diese Max, die ich beim letzten Mal noch vermisst habe. Sau geil! Also ich muss sagen, hier Multiplayer, coole Angelegenheit. Echt super.
Hätte ich so jetzt gar nicht erwartet. Kampfgruppe aktiv. Wieder in Verteidigungsstellung. Wir müssen irgendwie diesen Suit kaputt machen. Achtung, Nerek-Truppen. Die Zeit wird knapp. Ach komm. Das Abrissfahrzeug ist ausgeschaltet. Meine Fresse, ey. Mach den platt, mach den platt. Hier vorne muss er doch irgendwo rummachen. Der rennt einfach über einen drüber. Puh. Aber immerhin gibt es viele Punkte. Und es hat Boom gemacht, okay. Komm, 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 komm. Mehr Schaden auf den bringen. Boah, Mann. Das kriegen wir irgendwie nicht hin. Solange die diese Roboter haben, haben wir echt Pech gehabt. Was die aushalten, das gibt's ja überhaupt gar nicht. Der eine explodiert, oder? Der explodiert doch. Beide explodieren. Los runter zum Reparieren. Komm, 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 komm. Es fährt. Das ist die Hauptsache. Egal. Es fährt, das ist gut. Oh Mann, ist das spannend, ey. Wieder down, oder was? Flipp noch aus. Ding hält ja auch überhaupt nichts aus. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Da hinten. Den haben wir. Kommt, repariert den Spaß. Repariert den Spaß. Sehr gut, sehr gut. Macht die Leute platt hier. Irgendwie einen Kopfschuss gemacht, keine Ahnung. Das ist ganz gut hier gerade im Moment. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, ey. Okay, wir versuchen's. Boah, ich denke wie Munition. Den haben wir. Scheißgranate. Aber immerhin haben wir wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Boah, was so spannend ist, ey. So geil. Oh yeah, was ist das denn? In den... Oh yeah, Mann. Oh yeah. Ich komme, ich komme. Die Operation ist so lange in Gefahr, bis sie das Fahrzeug repariert haben. Den haben wir auch. Wo ist der nächste? Kampfraupe aktiv. Infiltrierung fortsetzen. Nachladen. Geht es? Glaube ja. Sehr nice. Von wo? Den haben wir. Nachladen mal zur Sicherheit. Oh shit. Wieder von irgendwo anders, oder was? Boah, ich bin eine Reparatur oder sowas. Mach das Ding mal wieder heile. Falls es noch nicht sein sollte. Du Sack. Verlassen. Boah, sind da mitten in die Luft geflogen. Aber saugeil. Also das ist cool. Ohne Scheiß, ey. Wahnsinn. Diese Roboter sind ja der Hammer. Aber wir haben keine Zeit mehr. Das ist nicht so gut.
Leute, Leute. Die kritische Phase hat begonnen. Bereit machen. Suit ist nicht da, schade. 52 Sekunden ist nicht so geil. Wo ist sie, die Maschine? Hier vorne. Können wir sie reparieren? Oh shit, blöde Granate. Das machen wir auch selber auch noch, oder was? Oh Gott. Die Operation ist so lange in Gefahr, bis sie das. Wir haben es wieder ein Stück weiter geschafft, oder was? Oh gut. Wieder 2 Minuten. Müssen sie reparieren. Die ist wieder bewegungsunfähig geworden. Okay, ich muss mich beeilen. Komm, reparieren, reparieren, reparieren. Ja, 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 sie läuft wieder, sie läuft wieder. Die Mission kann weitergehen. Scheißwurf, Scheißwurf. Okay. Ich wollte nur einfach daneben bleiben. Wir haben wieder so ein Roboter-Ding, das kann doch nicht sein, ey. Wo ist unser Reiter? Guckt euch das an, deswegen verlieren wir gerade, weil die Idioten hier warten, bis der Roboter spawnt. Wir müssen gefälligst gucken, dass wir da hinten hinkommen. Gehen noch nicht drauf. Wegen denen. Lesen ein bisschen reparieren. Kampfraupe ausgeschaltet. Wir müssen sie wieder in Gang setzen. Repariert das Ding doch mal, Mann. Wir haben doch keine Zeit, ey. Drüber. Blöd, dass drüber springen und in Deckung gehen dieselbe Skill-Knopf haben. Sprich X. Läuft alles über X. Mann, 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 49 Sekunden nur noch. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Wir haben uns ja ganz schön wieder eingekesselt hier. Scheiße. Stunde der Amateure, ja, aber nicht. Das ist, ach, können wir vergessen. Das ist durch das Spiel. 20 Sekunden noch, da geht gar nichts, ey. Schaut euch das mal an, wie weit die uns wieder zurückgedrängt haben. Oh nee, und jetzt kommt der auch noch. Fertig. Ich habe keine Ahnung. Die waren besser wahrscheinlich. Naja, was soll's. Dafür ordentlich Credits eingesammelt. Und ich würde sagen, ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.